Ich möchte die Situation für Familien, für Senioren, für Frauen und für Jugendliche in diesem Land erleichtern. So wie wir es gemeinsam im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Mein Herzensprojekt, die Situation von Familien besser zu unterstützen, das bin ich bereits angegangen mit der Kindergrundsicherung. Und mein zweites wichtiges Ziel, wir müssen auch mehr tun für den sozialen Zusammenhalt. Und deswegen ist es so wichtig, die Menschen zu unterstützen, all die Engagierten, die sich einsetzen gegen Hass und Hetze, gegen extremistische Gewalt. Ich möchte sie unterstützen mit der Einführung eines Demokratiefördergesetzes. Und was mich persönlich antreibt, völlig klar, der Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit, gegen Diskriminierung, gegen Sexismus und auch gegen Gewalt.